das Jenseits, ein Trost im Leid. Siehe, was ist denn der Tod des Menschen? Weiter nichts als das Abfallen der reifen Frucht vom Baume, welches Fallen auch geschieht wie von selbst ohne besonderes Zutun der Frucht. Ist der Mensch in seinem innersten Wesen so weit geläutert, um als reife Frucht zu gelten, so wird die Ablösung der reifen Seele von dem Stamm, dem Körper, auch völlig zwanglos geschehen. Dieser Augenblick tritt aber bei den Menschen, die nach meinem Willen gelebt haben, derart ein, dass er auch ohne meine Gegenwart völlig schmerzlos, ja sogar mit den freudigsten Empfindungen hinübergleitet vom irdischen zum geistigen Leben. Großes Evangelium Johannes, Band 11. Aus einem Gespräch Jesu. Großes Evangelium Johannes, Band 2, Kapitel 210. Viele tausendmal tausende von Menschen wissen von einem Leben der Seele nach dem Tode ihres Leibes ebenso viel wie ein Stein, der am Wege liegt. Und so man ihnen irgendetwas davon sagt, so lachen sie höchstens. Und doch soll ein jeder Mensch längstens bis zu seinem 30. Jahr in sich so weit mit der Bildung seines Ich fertig sein, dass ihm das folgende, freieste, seligste Leben nach dem Tode des Leibes so voll bewusst und sicher wäre, wie einem Aar der Flug in der hohen, freien Luft. Aber wie weit sind die Menschen, die danach erst zu fragen anfangen, noch entfernt davon? Und wie weit aber erst hernach jene, die davon gar nichts hören wollen und einen solchen Glauben sogar für eine Dummheit halten, die kaum irgendeiner erheiternden Lache wert sei. Siehe, es gibt immer eine Unzahl Menschen auf der Erde, die an gar keinen Gott und Schöpfer glauben und also auch nicht im geringsten an ein ewiges Leben der Seele, sondern sie leben ganz gut und vergnügt fort, jauchzen und jubeln, sind dabei noch voll Hochmuts und voll Habgier, lassen andere für sich arbeiten. Und wer sie an ein ewiges Leben der Seele nach dem Tode des Leibes erinnern würde, den werden sie verlachen und verspotten und zu ihm sagen, du Narr. Siehe, wenn Gott die Menschen nur für diese Erde erschaffen hätte, dann wäre es wohl eine sonderbare Liebhaberei von seiner Seite, in einem fort zu erschaffen und es dann wieder zu zerstören. Aber weil er die Menschen für ein höheres und ewiges Leben erschaffen hat und sie nur so lange auf dieser Erde bestehen lässt, bis sie die nötige Willensfreiheitsprobe oder mindestens den Durchgang durchs Fleisch gemacht haben, so ist das eine wahre und lebendige Liebhaberei Gottes zu seinen Menschen, dass er sie auf dieser Jammerwelt nur so lange im Fleisch erhält, als es eben für einen oder den anderen Menschen höchst nötig ist. Verlässt der Mensch diese Erde, so wird er jenseits schon in solche Schulhäuser geführt werden, um zur höheren und wahrsten Lebensvollendung zu gelangen. Der Leib des Menschen kann weder etwas glauben noch wollen. Er dient der in ihm befindlichen Seele eine kurze Zeit nur als ein Werkzeug zur Tätigkeit nach außen und so nach auch in ihrer Ausbildung. Das Denken, Lieben, Wollen und Handeln nach den erkannten Wahrheiten ist Sache der Seele. Die Seele als eine geistige Substanz ist ganz vollkommen Mensch, sowohl der Gestalt als auch allen Gliedern und Bestandteilen des Leibes nach. Wäre sie das nicht, so könnte sie auch nicht von ihrem Leibe den möglichst vollkommenen Gebrauch machen. Die Hände der Seele befinden sich in den Händen des Leibes, ihre Füße in den Leibesfüßen und so fort, alle Teile der Seele in den entsprechenden Teilen des Leibes. Wird der Leib irgend krank, so ist die Seele auch in den kranken Leibesteilen gegenwärtig und ist sehr bemüht, dieselben wieder gesund zu machen. Gelingt ihr das nicht, so wird sie darin untätig und die Folge davon ist, dass dann ein solcher Leibesteil gelähmt und gefühllos und somit untätig erscheint.
In der Willensfreiheit des Menschen liegt auch der größte Beweis, dass Gott die Menschen nicht allein für diese Erde und ihre kurze Lebenszeit geschaffen hat, sondern für ein ewiges geistiges Leben, das aber nur durch die vollste Willensfreiheit der Seele in diesem kurzen Leibesleben vollkommen erreicht werden kann. Der Geist ist es, der alles im Menschen schafft und ordnet. Die Seele ist sein substanzieller Leib, gleich wie der Fleischleib ein Behälter der Seele ist. Aus einem Gespräch Jesu mit einem römischen Oberrichter. Der Leib ist der Seele ja nur auf eine kurze Zeit als ein Werkzeug gegeben, um ihr beim rechten Gebrauch desselben die volle Lebensfreiheit und Selbstständigkeit für ewig hinzubereiten und zu sichern. Was im Leibe fühlt, hört, sieht, riecht, schmeckt, denkt und will, das ist ja das unsterbliche Wesen der Seele und nicht der an und für sich tote Leib, dessen Scheinleben ja nur durch das wahre Leben der Seele bedingt ist. Meinst du denn, dass die abgeschiedene Seele ohne Hilfe des materiellen Leibes nicht auch die Gegenden dieser Erde wird zu schauen imstande sein? Vorausgesetzt, dass sie nach meiner euch klar gezeigten Ordnung vollendet sein wird, und allzu verlassen hat ihren schweren Leib. Wer sieht denn jetzt, wenn schon unvollkommen, durch die zwei kleinen Fensterlein unter deiner Stirn diese Landschaft, als eben nur deine allein lebendige Seele? Wenn wir von Gott berufen werden, diese Welt zu verlassen, dann wird zuvor ein Engel in einem Augenblicke alles dem Geiste Angehörige aus der Materie freimachen und die Materie der Auflösung übergeben, die Seele aber und ihren Lebensgeist sowie alles, was in der Materie der Seele angehört, in vollkommenster Menschengestalt vereinigend in die reine Welt der Geister hinüberführen, nach dem ewigen, unwandelbaren Willen Gottes. Aus einem Gespräch Jesu mit Helena, einer Königstochter. Herzen, die so lieben wie das deinige, haben ewig keinen Tod zu befürchten und werden solchen nie schmecken. Denn siehe, ich selbst bin das Leben und die Auferstehung, und die an mich glauben und mich lieben, werden den Tod in Ewigkeit nicht sehen, nicht fühlen und nicht schmecken. Wohl wird dir dereinst der schwere Leib genommen werden, aber dich wird es nicht schmerzlich und nicht wissentlich berühren, sondern in einem Augenblicke wirst du verwandelt werden von diesem schweren, unfreien Leben in das hellste Leben der Seele durch meinen Geist der Liebe. Wie soll sich der vor dem Tode fürchten, der in der höchsten Klarheit das ewige Leben in sich trägt und ganz vollkommenst ein Herr des Lebens in sich selbst geworden ist und gar wohl wissen muss, dass erstens diejenigen, die wohl den Leib töten können, der Seele und ihrem ewigen Lebensgeiste durchaus keinen Schaden mehr zuzufügen vermögen, und dass zweitens die Seele mit dem Wegfall des schweren Leibes für ewig einen nie aussprechbaren Gewinn macht, den alle Schätze dieser Erde ewig nimmer aufzuwiegen imstande wären. Wer aber solches in sich selbst in höchster Lebensgrundwahrheit erschaut, der wird dann ja doch etwa keine Furcht vor dem Tode des Leibes haben. Und hätte er dann noch welche, so gleicht er offenbar einem Toren, der darum weinen möchte, dass man ihn von der Zwangsjagde befreit und ihn anstelle derselben bekleidet mit dem Kleide der höchsten und ungezwungensten Freiheit und Klarheit des ewigen Lebens. Alle von Natur aus besseren Menschen werden von Geistern auf eine manchmal mehr und manchmal weniger fühlbare Weise unterwiesen in allerlei geistiger und natürlicher Wissenschaft. Und je naturgemäßer, einfacher und in sich gekehrter die Menschen in der Welt leben, desto mehr und lebhafter stehen sie auch mit den besseren und guten Geistern aus dem Jenseits in Verbindung. Diese Geister waren einst auch Menschen auf dieser Erde.
Jenseits hören alle die irdischen Unterschiede von erst groß und klein gänzlich auf, und der letzte Mensch der Erde wird ihrem ersten nicht nachstehen. Vorausgesetzt, dass er den Willen Gottes erkannt und nach dessen Vorschrift und Ordnung gehandelt hat. Der Wille Gottes an alle Menschen aber lautet ganz kurz also: Erkenne Gott und liebe ihn über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Sei wahrhaft und getreu gegen jedermann, und was du vernünftigerweise willst, dass man dir tue, das tue auch deinen Nebenmenschen. Wer meine Lehre hört, an mich glaubt und danach tut, den werde ich selbst auferwecken an seinem jüngsten Tage, der sogleich nach dem Austritt der Seele aus diesem Leibe erfolgen wird. Und zwar also, dass da die Kürze der Umwandlungszeit niemand merken wird. Denn in einem schnellsten Augenblicke wird die Umwandlung geschehen. Jesus spricht über den jüngsten Tag. Wenn du den Leib wirst verlassen haben und eintrittst in das Reich der Geister, dann wird das dein jüngster Tag sein. Und ich werde dich aus dem Gericht der Materie erlösen, und dies ist das Erwachen am jüngsten Tage. Der Austritt der Seele aus ihrem Leibe wird gleichen einem Gefangenen im Kerker, der begnadigt worden ist. Und der Kerkermeister kommt mit freundlicher Miene, öffnet die Kerkertür und spricht zum Gefangenen: Erhebe dich, denn dir ist Gnade geworden und du bist frei. Ziehe an das Kleid der Ehre, verlass diesen Kerker und wandle hinfort frei vor dem Angesichte dessen, der dir solche Gnade erwies. Wie sich ein Gefangener im höchsten Grade über solche Gnade erfreuen wird, so und noch mehr wird sich ein im Geiste wiedergeborener Mensch freuen, so mein Engel zu ihm kommen und sagen wird: Unsterblicher Bruder, erhebe dich aus deinem Kerker, ziehe an das Lichtgewand der Ehre in Gott und komme und wandle hinfort frei und selbständig in der Fülle des ewigen Lebens im Angesichte Gottes, dessen große Liebe dir solche Gnade erweist. Denn von nun an wirst du ewig keinen solchen schweren und sterblichen Leib mehr zu tragen haben. Meine dir wohl, dass eine Seele da eine Betrübnis fühlen würde, wenn mein Engel zu ihr kommen wird. In dem Augenblick, wo der schwere Leib von dir fallen wird, wirst du dich schon in der Auferstehung befinden und fortleben und wirken in Ewigkeit. Das heißt, wenn du als ein Gerechter vor Gott diese Welt verlassen wirst. Stirbst du aber als ein Ungerechter, so wird dann wohl eine lange Nacht zwischen deinem Leibestode und deiner wahren Auferstehung folgen, aber keine dir unbewusste, sondern eine der Seele wohlbewusste Nacht. Und das wird der Seele rechter und lange währender Tod sein. Aber der Tod, dessen sie bewusst sein wird im Reiche der unlauteren Geister, wird ihr zur großen Pein und Qual werden. Aber des vollkommenen und gerechten Menschens Seele wird nicht nur diese ganze Erde mit einem Blicke durch und über beschauen und über alles selbst und vollkommenst urteilen können, sondern noch über endlos mehreres. Ihr sollet im Essen und Trinken mäßig sein und nach keinen verkünstelten Leckereien gieren. So werdet ihr des Leibes Gesundheit lange erhalten, und der Tod in einem hohen Alter wird gleich sein dem süßen Einschlafen eines müde gewordenen Arbeiters im Weinberge Gottes. Die Seele wird dabei selig und hellsehend der morsch gewordenen Leibeshülle entschweben und sogleich von vielen Freunden in die unbeschreibbaren Freuden der Himmel eingeführt werden und wird endlos froh und heiter sein, dass sie endlich von dieser Welt und ihrem Jammer erlöst worden ist. Es ist wohl wahr, dass des Menschen Leben von der Geburt an bis zum Abfalle des Leibes von gar vielen Trübsalen und Leiden aller Art behaftet ist.
Aber so er nach der erkannten Ordnung Gottes lebt und dadurch in sich schon auf dieser Erde das lebenshelle Bewusstsein überkommt, was ihn im anderen wahren Leben erwartet, so wird er alle die oft noch so bitteren Prüfungen, die alle nur zur Erweckung des Geistes Gottes in seiner Seele ihm zugesandt werden, mit aller Geduld und Standhaftigkeit ertragen und dabei vollauf frohen Mutes sein. Jesus zu einem römischen Richter. Ich sage dir, dass auch den argen Seelen drüben das Evangelium von meinen zahllos vielen Engeln verkündet werden wird. Die es anhören und annehmen und sich danach richten, werden auch noch zur Seligkeit gelangen. Darum seid ihr um niemand im großen Jenseits allzu bange, denn Gottes Liebe und Weisheit und große Erbarmung waltet überall, auch im Jenseits. Die sie ergreifen und sich nach ihr fügen und richten werden, die werden nicht verloren gehen. Es ist klar, dass der geistige Mensch, der im Erdenleben sich nur unvollkommen entwickelt, weil sein schwerer Körper ihm eine große Last ist, fortleben muss. Denn niemand wird wohl in sich behaupten wollen, in diesem kurzen Erdenleben eine Vollendung erhalten zu können, die ihn Gott schon ganz nahe bringt. Es treten gar mancherlei Hindernisse im Körper ihm entgegen, Versuchungen aller Art, damit sein Charakter sich stähle, sein Wille geübt werde, sich selbst Gewalt anzutun und das Gute immer mehr anzuziehen und die bösen Regungen aus sich auszuscheiden. Erst jenseits tritt er in eine neue Welt, die ihm die Wunder Gottes und das Weltall immer mehr enthüllt, wo er mit geistlichem Auge sieht und nicht mit den schwachen fleischlichen Augen, die ihm nur die Materiewelt vorführen. Im Anschauen der großen Wunderwerke erkennt er aber nun, dass die rechte Seligkeit allein in der Tätigkeit liegt und dass Gott selbst das allertätigste Wesen ist. Je nach seinem Fortschreiten kann ihm dann auch ein rechtes Arbeitsfeld gegeben werden, das er allerfleißigst ausfüllt, und wird in dieser Tätigkeit und in dem Beschauen seiner nützenden Arbeit die rechte Freude und höchste Seligkeit genießen. Ein jeder Mensch wird durch die Art seiner Liebe der Schöpfer seiner eigenen inneren Welt. Man kann daher nie in irgendeinen Himmel oder in irgendeine Hölle kommen, sondern nur in das Werk seiner Liebe, darum es auch heißt, und eure Werke folgen euch nach. Die naturmäßige geistige Sphäre unserer Erde oder das sogenannte Mittelreich, welches auch den Namen Hades führt, ist ungefähr das, was ihr stark irrig unter dem Fegefeuer versteht. Am besten kann man dieses einem größeren Eintrittszimmer vergleichen, allwo alles ohne Unterschied des Standes und Ranges eintritt. So ist dieser Hades jener erste naturmäßig geistige Zustand des Menschen, in den er gleich nach dem Leibestode kommt. Denn niemand kommt entweder sogleich in den Himmel, noch auch sogleich in die Hölle, außer es müsste im ersten Falle jemand schon auf der Erde vollkommen geistig wiedergeboren sein, aus der reinen Liebe zum Herrn, oder er müsste im zweiten Falle ein allerböswilligster Frevler gegen den Heiligen Geist sein. Im ersten Falle wäre so nach der Himmel ohne Eintritt in das Mittelreich, im zweiten Falle aber auch sogleich die unterste Hölle zu erwarten. Dieses große Mittelreich ist die Hauptwerkstätte für alle himmlischen Geister. Alle Ankömmlinge müssen sogleich durchgeprüft und an den ihnen vollkommen entsprechenden Ort gebracht, das heißt, in einen solchen Zustand hineingeleitet werden, der mit ihrer Grundliebe in eins zusammenfällt. Wohin sie am meisten neigen, dahin muss ihnen auch geistig der Weg geöffnet sein. In diesem Zustand steht dann ein jeder Geist völlig nackt da und gelangt in den Zustand, der die Abödung oder auch die Abtötung alles dessen genannt wird,
was der Mensch mitgenommen hat. Der Geist muss freiwillig alles an bösen Leidenschaften aus sich hinausschaffen, denn niemand wird je zu etwas gezwungen und gewisser Art gerichtet, sondern er selbst muss sich selbst zwingen und selbst richten. Und es ist das Geschäft der leitenden Engelsgeister, dass sie jeden neu Angekommenen nach und nach vollkommen in sich selbst einführen und ihn all da alles finden lassen, was er nur immer durch sein ganzes Erdenleben in sich aufgenommen hat. Zuerst das Gröbere, dann das Feinere. Der Herr hat zufolge seiner unendlichen Liebe und Erbarmung jedem Leben ein diesem entsprechendes Ziel gesetzt, und dieses Ziel ist wieder kein Gericht, sondern nur ein Sammelpunkt, wo ein jeder Geist sein zerstreutes Leben und den Effekt desselben vollkommen wiederfinden soll. Und solch ein Ziel ist sehr wohl der Himmel wie die Hölle, je nachdem. Immer ist die Lebenssphäre eines Geistes seine Welt, die er bewohnt. Und deshalb stellt sich die geistige Welt in der Sphäre eines jeden Geistes in der ihm spezifischen Form dar. So verhält es sich hier in allem, wie der Same, so die Frucht, wie die Werke, so der Lohn, und wie die Liebe als Grund der Werke, so die Form der Welt, die sie geistig in sich erschafft. Es spricht der Herr: Ihr habet zwar verschiedene Formen erschaut, aber dennoch überall ein und dieselbe Wahrheit, denn in der Form liegt nichts, sondern alles nur an der Wahrheit. Und so wollte ich euch nicht etwa zeigen, wie der Himmel, die geistige Welt oder die Hölle aussieht, sondern nur, wie sich alles nach der Art der Liebe in eines Menschen Geist ausbildet. Wenn ihr im Evangelium nachseht, so werdet ihr finden, in was für allgemeinen Bildern, Gleichnissen ich selbst das Himmelreich dargestellt habe. Unter den Gleichnissen findet sich das Senfkörnlein vor, es ist klein und trägt eine ganze Unendlichkeit seinesgleichen in sich. Sähe zahllose solche Senfkörnlein ins Erdreich, so werdet ihr wohl lauter gleiche Pflanzen daraus bekommen, aber ihr werdet nicht zwei vollkommen gleiche Blätter darunter treffen. Mit anderen Worten, an der Form oder an der Erscheinlichkeit der Geisterwelt liegt an und für sich gar nichts, wenn nur alle diese endlos verschiedenen Formen und Erscheinungen eine und dieselbe Wahrheit und ein und denselben Zweck zugrunde haben. Und was das erscheinliche Wesen betrifft, so ist dessen stets andere Form nur zur Weckung des Geistes da, der darin sein Wonnegefühl findet. Denn unter einem vollkommen ewigen Einerlei würde alles in einen ewigen Schlaf dahinsinken. Nun aber muss der Mensch sein Heil und seine Seligkeit nicht in der Form, sondern in der Realität und in der Wirklichkeit suchen. Also soll sich da niemand in irgendeiner Erscheinlichkeit begründen, denn da wird er alle Zeit hohl ausgehen. Wenn er aber die Sache im Geiste der Wahrheit nimmt, so wird er unter einer jeden Form die Wahrheit finden und den Weg und das Leben. Und es gilt auch dafür der Grundtext aus dem Evangelium: Suchet nur vor allem das Reich Gottes in euch und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugegeben werden. Und fraget daher nicht diesen und jenen, wie sieht der Himmel aus und die Geisterwelt, denn alles das ist eitel. Sondern suchet jegliches Wort von mir in euch lebendig zu machen durch die Werke der Liebe. Und ihr habt dann schon in euch den Himmel lebendig und alles, was der Geisterwelt ist. Und nun könnet ihr vollkommen ruhigen Gemütes in der Fülle der Wahrheit zufrieden sein, besonders wenn ich euch noch hinzusage, dass, solange diese Erde von Menschen bewohnt wird, die geistigen Lebensverhältnisse noch nie so umfassend und völlig enthüllt kundgegeben wurden wie dieses Mal. Was immer da jemand sucht, in was immer für einem Verhältnisse er sich befindet, kann er in dieser Offenbarung auf ein Atom genau finden, wie es mit ihm steht.
Wer dieses alles mit tiefer Aufmerksamkeit und großer Andacht lesen wird, der wird die große, überzeugende Wahrheit nicht nur in dieser Offenbarung, sondern lebendig in sich selbst finden. Wohl allen denen, die mein Wort hören, es dankbaren Herzens aufnehmen und fortan in meiner Liebe wandeln. Sie sollen den Leibestod nicht schmecken, sondern ihre Umwandlung wird sich in einem schnellsten Augenblicke in sanftester Weise vollziehen. Und als ein ewig freiestes Geistwesen werden sie vom Tode dieser arg gewordenen Welt in ein freies, lichtvolles Leben eingehen, wo keine Nacht, kein Tod, keine Sorge, keine Trübsal mehr, sondern beglückender Friede und Seligkeiten über Seligkeiten ihr Teil sein werden.